Während des Absturzes so. Zeig dich. Das ist ja cute hier. Ein Säbelzahntiger, ein gehörnter Fuchs, ein normaler Fuchs. Wo ist meine Eule? Ist hier keine Eule? Aber hier gibt es irgendwie keine Rods. Aus wie ein Samurai-Helm. Es ist ein Samurai-Helm. Das sieht ja spannend aus. Da bin ich vorhin rüber gehüpft. Bekannt vor. Weil ich hier schon mal war. Warum bin ich hier noch mal? Da hinten kann ich nachher meine Geisterpost abgeben. Warum bin ich jetzt hier nochmal? Was mache ich denn hier? Ich glaube, dass an diesem einen Platz, wo wir waren, wo es mehrere solche, ich nenne es jetzt mal Podeste, gab, dass dort mehrere Möglichkeiten sind, durch das Tor zu gehen. Aber wie komme ich jetzt zurück? Ich kann mich ja ohne Feuer nicht warpen. Sonst hätte ich gesagt, okay, wir gehen nochmal dahin. Und dann gehen wir nochmal hoch quasi und durch das andere Tor. Muss ich doch ein bisschen, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Weil wir uns jetzt gerade so ein bisschen im Kreis drehen. Thank you.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich das auch mit der Rutsche. Verstehe ich das auch mit der Rutsche? Hoppla, ich glaube, das wollte gerade abstürzen da hinten. In einem Kirschbaum. Yippie! Jetzt habe ich auch ein Feuerchen. Die Arena ist kleiner als der Wald. Die muss bestimmt gegen den Samurai kämpfen. Ist so ein Gefühl von mir. Irgendeiner mit einem großen Schwert. Lanze. Ja, er kann Holz kaputt machen. Aber ich bin so aufgeregt. Okay, der schluckt ein bisschen was. Können wir uns darauf einigen, dass du mir sehr unheimlich bist? Ich war gerade beim Friseur, ich muss nicht noch mal. Verdrück mich leider manchmal, weil ich so aufgeregt bin. Ich würde gerne mal parieren. Das war wohl nichts mit parieren. Meine Möglichkeiten, mich zu verstecken, sind sehr begrenzt. Hm.
Tja, ohne Hut. Ich würde einmal gerne parieren bei ihm. Los, komm, greif mich an. Nein! Lass es nicht parieren. Parieren geht anders. Dorfwappen. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. As our village struggled, Toshi found few answers here. Gut, das ist alles, was er dazu sagt. This Bumble, hey, vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie geht's euch? Dankeschön für den Support. Hier. Die Texturen von dem Kirschbaum sind leider nicht so schön, aber... Hä? Das war der Typ wieder. Ninja-Keks. Hallöchen. Sanctum Victum. Hab ich deinen Namen nicht schon mal irgendwann gelesen? Willkommen, willkommen. Schade, brachte nichts. Na, ich habe ja vorhin schon auf die Glocke gehauen, um den zu beschwören. Dann war es bestimmt jemand, der einen ähnlichen Nickname hat wie dir. Wie du. Ich habe du gesagt. Ich wollte du sagen. Unterstell mir nichts anderes. Wie geht's euch? So, jetzt ist das Wasser ja sauber. Jetzt könnten wir ja eigentlich hier herumschwimmen. Ein paar Sachen entdecken. Wer denn euer Stream? Ihr habt dasselbe Spiel gespielt, habe ich gesehen. Falls ihr schon weiter seid als ich, bitte nicht spoilern. Zeit für ein Bad. Ja, wirklich so. Hier sind nämlich auch noch so ein paar Dinge. Ist das dasselbe Tor wie vorhin? Bin mir gerade gar nicht so sicher, wo wir schon überall waren. Gerade durchgespielt. Ah, nice. Ich denke, wir werden das heute auch noch durchspielen.
Okay. Junge. Es ist sehr, sehr ruckelig gerade. Viel Spaß noch und schönen Abend noch. Ja, wünsche ich auch. Dankeschön. Lieb, dass ihr mich nicht spoilert. Dankeschön. Wie seid ihr denn auf mich gekommen, wenn ich fragen darf? Und wie findet ihr das Spiel? Das ist die wichtigste Frage noch von allen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich darauf komme. Ich liebe das Spiel. So, jetzt schauen wir mal. Wir sind jetzt an diesem Ort, den ich meinte, mit den verschiedenen Toren. Ganz kurz hier rein. Aber das hier bedeutet nichts mehr. Okay. Da komme ich irgendwie nicht rauf. Habe ich mich ungeschickt angestellt? Da komme ich wirklich nicht drauf. Hä? Aber ist das, vielleicht ist es auch nicht mehr wichtig. Vielleicht wäre das bloß eine andere Möglichkeit gewesen, an das Tor zu kommen. Bammel hat ein bisschen rumgenoobt. Machen wir das nicht alle? Ja, das, was man mitbekommt vom Spiel, ist auch wirklich wunderschön. Kann man einfach nichts gegen sagen. Ich will nicht lästern, ich habe Bumble ja gern. Wer besser ist, ein Streamer ärgert man am besten nicht zu viel. So, ich kann jetzt alle Orte so erreichen. Noch mal ein bisschen umgesehen. Wir haben noch eine Geisterpost zum Wegbringen. Das ist ein großes Haus. Lies ein bisschen Chat nebenbei, nicht wundern. Habt ihr es eigentlich an PC oder Konsole gespielt? Ah, da komme ich erst dran, wenn das hier nicht mehr vergiftet ist. Ist auf normal gespielt. Circa zur Hälfte, dann auf normal, dann ging mir der Einkampf auf den Sack. Ist bei uns übrigens genauso gewesen. Ich habe auch bis zur Hälfte ungefähr gespielt oder zwei Drittel und habe dann entschieden, dass ich auf einfach stelle, weil mir das tierisch auf den Keks ging. Ganz, ganz doll. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass es ein zu großes Ungleichgewicht zwischen Schwierigkeitsstufe normal und leicht gibt. Manche Kämpfe sind auf normal
unfassbar ätzend, weil du nach 3 Hieben einfach tot bist. Teilweise dich nicht heilen kannst, weil du die Energie halt nur aufladen kannst, wenn du kämpfst aktiv, also wenn du Schläge auch verteilst, während du bei leicht ja passiv auflädst. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass das nicht balanced ist. Einfach ist viel zu einfach, das ist Kikifax. Es ist nicht so anspruchsvoll, obwohl ich mal sagen muss, bei den Endgegnern musst du schon bei einfach gucken. Aber es ist halt absolut möglich, weil sich halt die Spezialattacken ja von alleine aufladen. Und bei normal hast du einfach Kämpfe, wo du denkst, Junge, ich spiele hier ja nicht Dark Souls oder irgendwie sowas, ne? Genau. Für den Stream ist es dann super ungünstig, wenn man dann ewig an so einem Boss hängt und da haben wir dann auch auf der Hälfte entschieden, okay, pass auf. Weil ich habe zwischendurch einfach nur bei den Kämpfen umgestellt auf leicht und dann wieder zurück und irgendwann habe ich das gelassen. Und gesagt, komm, wir bleiben jetzt auf normal, wir wollen ja auch die Story erleben. Gucken wir mal. So, jetzt bin ich hier. Da. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht die Einzige bin, die irgendwann gesagt hat, es reicht, ich stelle es jetzt auf leicht. Vielleicht patchen die das noch nach. Es würde ja schon reichen, finde ich, wenn sich auch diese Spezialangriffsenergie aufladen würde bei einfach. Also wenn sich das auch passiv aufladen würde. Nicht so schnell, aber auch. Und nicht nur durch Schläge. Das würde schon reichen, damit man halt wirklich die Möglichkeit hat, zwischendurch auch zu sagen, ich heile mich jetzt. Und schneller diese Attacken auch mal zünden kann, weil wenn du nur noch diesen roten Fitzelchen hast und keine Angriffsenergie hast, aber quasi an den Gegner rangehen musst, um die aufzuladen, er dich aber in dem Moment wegnatzt, dann stehst du doof da. So an sich ist das super schön. Und das, man darf ja auch nicht vergessen, es ist das erste Spiel. Das allererste von diesem Indie-Studio und dafür ist es wirklich toll. Dass sie die Spielmechaniken jetzt nicht hundertprozentig gut drauf haben, okay. Aber es ist ein super, super, super Spiel. Das kann man gar nicht schlecht reden. Dafür ist es viel, viel zu schön. Oh, eine Hasimütze. Ich meine, hey, eine Hasimütze. Oh, ich meine... Ja nicht so, als wäre ich very excited wegen so einer Hasimütze. Stellt euch vor. So, komme ich hier jetzt schnell darüber? Will noch mal zum Hütchen laden. Ich könnte da jetzt hinwarpen. Aber ich könnte auch einfach hinlaufen. Hinzulaufen. Wir sind faul, wir warpen. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, ich hatte dort eine andere drin. Möglich, also ich habe ja diese Ultimate Luxus Edition. Vielleicht ist das bei mir ein bisschen anders. Ich habe übrigens das Prinzip auch von dem Hütekauf noch nicht verstanden. Warum ich die kaufen muss, wenn ich sie doch gefunden habe. Noch ein paar. Mal die Hüte doppelt kaufen? Es ist so niedlich. Vorrangig ist es Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Your dash allows you to exist briefly in both the physical and spirit realms. Okay, erzählt mir bloß diese Sachen nochmal. Dann machen wir uns jetzt auf zum... Use it to evade attacks. Ja, ja. Dann machen wir uns jetzt auf zu Toshi. Endkampf. Kann ich mich da hochporten? Porten.
Wisst ihr was? Wir laufen jetzt. Ganz episch. Wir nehmen den Weg zu Fuß in Kauf. Zu Fuß, zu Fuß. Dankeschön nochmal, dass du dich bei deinem Raid für mich entschieden hast. Your will is strong, spirit to guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come! Okay. Uiuiui, der hat mein komplettes Schild zerrobbt. Irgendeine krasse Attacke gerade geblockt. Oh, ich wollte gerade sagen, geht der jetzt auf Distanz? Er ist noch langsam. Ich befürchte, dass sich das nachher noch ändert. Geduldsspiel, es ist ein Geduldsspiel. Ganz kurz, Entschuldigung. Ich hatte doch noch eine andere. Jetzt kann ich nicht in meine Waffe gucken. Aua. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich habe noch nicht einmal die Rudbombe ausprobiert. Ich muss aufpassen, wir brauchen demnächst wieder Heilung.
Okay, ich kann da durchlaufen. Ich mach nervös, dass der so langsam ist. Ich will parieren. Aua. Sich einfach wegportet. Aua. Oh, das habe ich nicht kommen sehen. Ich würde gerne parieren. Ich schaff das Parieren nicht. Oh, warum rennst du denn jetzt? Bin ich nicht gut. Jetzt erst, dass ich den schon runter habe. Okay. Together, the rot are quite powerful. But I have faced him once before. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature.